Mehmet, es war zu erkennen, dass sogar, du hast es gesagt, die zweite Garde, also die, die dann nach den ersten fünf antreten mussten. Erstmal haben die es natürlich noch schwerer, weil es, dann ist es 1 gegen 1 und die haben sogar besser geschossen als die ersten. Ja, es ist auch ganz oft so, dass Abwehrspieler jetzt im Spiel nicht so viel laufen wie Offensivkräfte. Und oft ist es so, dass man erst die Offensivkräfte, weil die es gewohnt sind, aufs Tor zu schießen, dran nimmt. Und die Abwehrspieler einen viel einfacheren Schuss wählen. Ecke und Wuff. Das ist meistens das beste Rezept. Das ist das beste Rezept. Deswegen sah das dann so ein bisschen anders aus, als die zweite Garde kam. Thomas Müller hat schon gesagt, er hat ganz viel trainiert in den letzten Tagen. Elfmeterschießen hat leider nichts genutzt. Er hat verschossen, Mesut Özil hat verschossen, eigentlich beide die sichersten, die es gibt in der deutschen Mannschaft. Und beide haben auch gut gespielt, sind unheimlich viel gerannt in den 120 Minuten. Das hat man bei Thomas Müller auch gemerkt. Der wollte definitiv das Ganze hier vor dem Elfmeterschießen beenden. Ne? Der hat nochmal ein bisschen Kohlen aufs Feuer geschmissen. Özil 120 Minuten, also komplett anwesend. Hat nach vorne was probiert, war hinten mit dabei. Müller weiß man, Müller nervt die Gegenspieler, hat er auch gemacht. Also nochmal, Mannschaft, das war rund, aber hat was anderes nicht gefallen. Aber vielleicht nicht jetzt an der Stelle oder haben wir noch Zeit? Wir haben gleich Zeit, wir hören erstmal Sami Khedira und dann darfst du. Man merkte in der zweiten Halbzeit, die Mannschaft hat mächtig aufs Gas getreten, hat sich viel mehr zugetraut, viel mutiger gespielt, viel schneller gespielt, 1 gegen 1 gesucht. Ja, es war einfach alles zu starr in der ersten Halbzeit. Das hat sich gegenseitig aufgehoben, was die Italiener gemacht haben, was wir gemacht haben. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie das Tempo erhöht, aber trotzdem nicht wirklich diese glasklaren Torchancen, die wir jetzt während des Turniers gewohnt waren, die wir kriegen durch unser Tempo. Es hat einfach ein Mann vorne gefehlt. Und das ist das, was du ansprechen willst, was dir nicht gefallen hat? Ja, es geht jetzt auch nicht darum zu motzen, sondern warum bringt man eine Mannschaft, die so funktioniert hat, in diese Situation, dass man sagt, man muss sie auf den Gegner anpassen. 2008 angepasst. Gegen Spanien im Finale verloren. Gewachsenes Gebilde, die Spanier, man wusste, wie die spielen. Wir haben uns angepasst, sind raus. 2010. Südafrika, angepasst an die Spanier, rausgeflogen. 2012, angepasst an die Italiener, rausgeflogen. Achtung, und jetzt kommt der Clou. 2014, ab dem Viertelfinale, hat Jogi Löw jede Idee seiner Trainer, seines Stabs ignoriert und hat der Mannschaft vertraut. Und sie haben dreimal mit der gleichen Mannschaft ab Viertelfinale gespielt. So gewinnt man Titel. Ja, also der Herr Siegenthaler möge bitte seinen Job machen, möge morgens liegen bleiben und die anderen zum Training gehen lassen und nicht irgendwelche Ideen. Ich weiß nicht, ob es nur Siegenthaler ist, aber Jogi Löw wacht nicht nachts auf und sagt, jetzt habe ich's. Dreierkette, Dreierkette, Dreierkette. Nein, sondern da wird im Stab beraten. Das hätte man heute auch anders lösen können. Man hätte die Passwege unterbinden können, also mit der gewachsenen Mannschaft, die Passwege zustellen. Wenn das nicht geht, dann und Pelle und der Eder an den Ball kommen. Dass Boateng und Hummels Hilfe kriegen von Khedira und Kroos. Das hätte genauso funktioniert, aber dann hätten wir uns nicht unserer Stärke nach vorne beraubt. So, Mehmet, jetzt trinkst du mal einen Schluck und jetzt gucken wir uns erstmal das 1:1 an. Das war Paris, könnte ja auch am Sonntag, am 10. Juli, gerne die Sonne rauskommen, dann sind wir wieder da. Also du fragst dich sicher, warum ich das mit Siegenthaler gesagt habe und Konsorten. Nee, warum sind wir Weltmeister geworden? Weil wir die schwachsinnigste Idee aller Zeiten mit 4 Innenverteidigern zu spielen über Bord geworfen haben. Deswegen sind wir Weltmeister geworden, weil dann ein Gebilde stand, das durchgelaufen ist. Jetzt haben wir wieder ein Gebilde und vielleicht schaffen wir es, zu diesem Gebilde zurückzukommen. Das hoffen wir. Das muss das Ziel sein, dass die Automatismen wieder greifen. Du hast selber gesehen heute, ersten 30, 40 Minuten hat es einfach gedauert, bis man Vertrauen zueinander hat, bis man das Spiel auch so begreift, wie es gerade abläuft, und dann war es okay. Aber es war ja kein Offensivfeuerwerk. Wir wollen erstmal den zwischenzeitlichen Pechvogel hören, wie er die Situation bei der Entstehung des Handelfmeters gesehen hat, Jerome Boateng. Also wir haben heute die bisher besten Mannschaften des Turniers gegeneinander spielen sehen. Und ich wünsche mir für uns, ich glaube, dass wir Europameister werden können, wenn wir unseren Stil, einfach das, was uns ausmacht, wenn wir das durchdrücken können. Und so oder so, am Donnerstag beim Halbfinale gegen Deutschland ist die deutsche Mannschaft Favorit.
Gut. Das können wir, glaube ich, so einfach mal in den Abend blasen. Ne? Das blasen wir jetzt in den Abend. Mehmet, war ein schöner Abend. Vielen Dank. Ja? War schön. Beruhig dich wieder. Und bei uns geht's jetzt weiter.